Mein Name ist Christian Walter von Tradevola und da wir in den letzten Wochen immer wieder etwas auch zur US-Wahl von interessanten Titeln oder auch interessanten Branchen Ihnen mitgeteilt haben und jetzt doch eine sehr große Nachfrage kam, dass wir dieses einfach nochmal fortsetzen und Ihnen immer wieder Woche für Woche ein paar interessante Aktien mit an die Hand geben, haben wir uns entschieden, das heute hier auch einmal durchzuführen und sehen hier im Hintergrund einen ganz interessanten Wert. General Electric, der in den letzten Tagen, vor allen Dingen nachdem das Ergebnis der Wahl dann auch bestand, hier einen Ausbruch hatte, deutlich über $10. Wir sehen, dass wir hier auch wirklich jetzt eine Option hatten, die uns in kürzester Zeit mehr als 100% Gewinn gebracht hat. Hier ist es auch interessant, dass da wirklich viele Optionskäufer noch aktiv sind. Also das war einer der Werte, die wir jetzt in den letzten Videos Ihnen mit vorgestellt haben und wollten das jetzt auch mal für einige aktuelle Titel machen. Ich denke mal bei General Electric, wenn ich so das Optionsvolumen sehe, wird hier noch sehr stark darauf spekuliert, dass das Ganze auch noch weitergeht. Viele Laufzeiten jetzt auch noch bis zum Mitte, Ende Dezember, wo noch einiges an positiven Entwicklungen erwartet wird. Ansonsten war es jetzt ganz aktuell Tesla. Bei Tesla hat es natürlich den Hintergrund, dass es von Morgan Stanley jetzt eine positive Bewertung gab. Und was Sie hier ganz gut sehen, dieses Doppelhoch. Wir hatten den letzten Hochkurs von Ende August. Danach gab es so eine kleine Konsolidierung, die, glaube ich, auch mit dem Aktiensplit vielleicht ein Stück weit zusammenhing. Aber man kann sagen, Seitwärtsbewegung wäre vielleicht übertrieben, wenn wir uns die Aktie anschauen. Das sind schon Schwankungen von 500 bis 350 nach unten. Aber jetzt wird hier sehr stark auf einen neuen Ausbruch spekuliert. Höchstwahrscheinlich wird er dann schon stattgefunden haben, wenn Sie das Ganze sehen. Aber die nächste Hürde ist die $500-Marke und da sollte es in den nächsten Tagen dann auch deutlich drüber gehen, wenn der Markt natürlich mitspielt. Vieles ist natürlich auch ein Stück weit abhängig vom Gesamtmarkt. Also das wäre der erste interessante Titel, den man sich hier in dem Zusammenhang anschauen kann. Tesla. Der nächste ist FedEx, natürlich einer der großen Profiteure, wenn man so nimmt, von der Krise selbst. Jetzt kommt nochmal hinzu, dass wir hier natürlich auch über das Weihnachtsgeschäft sprechen. Da viele jetzt wahrscheinlich eher zu Hause bleiben oder von zu Hause bestellen, werden natürlich Dienstleistungen in diesem Segment, man könnte da UPS genauso nennen, besonders nachgefragt. Wir haben hier ein ähnliches Szenario. Wir hatten hier natürlich den letzten Hochkurs von Anfang Oktober. Aber es geht sehr stark in die Richtung, dass auch FedEx dies nochmal erreicht. Und man muss natürlich eins beachten, auch ein möglicher Impfstoff muss an alle ausgeliefert werden. Das heißt, das kommt natürlich dann nochmal positiv hinzu, wenn es soweit wird, kommt, dass natürlich hier auch Aufträge in diesem Bereich für FedEx oder UPS folgen. Also das meines Erachtens auch noch für die nächsten Wochen ein ganz, ganz interessanter Titel. Dann haben wir noch einen etwas exotischen Titel, würde ich mal sagen, der sehr stark schwankt, also natürlich auch mit einem hohen Risiko versehen ist, ist ein Wert aus dem Cannabis-Bereich, ACB. Das sind natürlich hier alles US-Werte. Da sehen Sie nach den Quartalszahlen der letzten Woche oder vor 2 Wochen war das, glaube ich, ein Riesenausbruch. Immer noch gibt es hier große Optionskäufe. Und wenn man den aktuellen Preis sieht, der Aktie mit dem Kürzel ACB, ist das, glaube ich, aktuell ganz interessanter Titel, den man sich auf jeden Fall mit auf die Watchlist packen sollte. Und den letzten Titel, den wir hier noch mit vorstellen wollen, ist das Symbol oder der Wert mit dem Symbol FTAI. Fortress Trends and Infra Invest, was wir hier sehen, hat in den letzten 4 Tagen einen gigantischen Anstieg hingelegt. Und jetzt kommt das hinzu, was das Ganze nochmal pusht. Wir haben heute 54.000 Call-Optionen gesehen. Der Wert ist mit 7% im Plus. Hier haben wir mal eine Option ausgewählt, die wir hier gehandelt haben. Also das ist auch, glaube ich, für die nächsten Monate, auch über das Jahr hinaus, ein ganz, ganz interessanter ein ganz interessanter Wert mit dem Symbol FTAI. Also das waren mal die drei Werte für heute mit Tesla, FedEx oder vier waren es in dem Fall, ACB und dem letzten Wert FTAI. Und sollten Sie auch in der nächsten Woche wieder diese interessanten Werte mitverfolgen wollen, subscriben Sie bitte hier
unseren Kanal, sodass Sie keines der nächsten Videos verpassen. Ich würde mich freuen, wünsche Ihnen viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.